Hallo an alle K-System und OpenK-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über meine Tutorial-Serie Steuerung des OpenK-Systems mit iCar. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr ein Fahrzeug in iCar einrichten könnt und wie ihr auch da die einzelnen Geschwindigkeitswerte ermitteln könnt, also sozusagen das Fahrzeug einmessen könnt. Und damit wir auch nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich habe jetzt hier schon mal wieder iCar geöffnet und wie ihr sehen könnt, hier unser Tutorial-Projekt aktiviert. Und ja, hier sehen wir aktuell, ist die ganze Autoliste, die ist noch leer. Ja, auch wenn ich hier bei Bearbeiten bei Autos reinguck, hier in den Auto-Editor sehen wir 0 von 128 Autos. Das heißt, das Teil ist noch komplett nackig. Und hier drin müssen wir jetzt unser Auto anlegen. Dazu klicken wir einfach mal kurz hier unten auf Neu. Und jetzt können wir hier oben Daten eintragen. Das erste ist natürlich, wir müssen hier oben mal einen Namen wieder vergeben. Wen wundert's, ne? Und ich habe hier schon mal so mein Unimog stehen. Deshalb nenne ich das ganze Teil jetzt Unimog. So, Unimog. Beschreibung fällt mir auch wieder gerade nichts ein. Das Ganze ist natürlich ein LKW. Ja, hier können wir den Autotyp dann noch anwählen. Ja, ein PKW ist es natürlich nicht. Das Ganze ist ein LKW. Hier brauchen wir die Länge. Hierzu brauchen wir halt beim Anlegen einen Meter, ja, den man einfach mal kurz an das Auto anlegt. Und ich messe meistens immer von vorne, vom Beginn vom Schleifer. Ja, das ist immer meine Autospitze. Und da haben wir 7,5. Deshalb geben wir hier an 7,5 cm. Decoder ist dann DCC 128, die Adresse ist in meinem Fall die 27. Das Interface ist das BDIP Interface natürlich und der Knoten ist meine RF Basis Node. So, als nächstes gehen wir mal hier unten die einzelnen Reiten, diese einzelnen Registerkarten, diese einzelnen Reiter durch. Bei Bild, da könnt ihr natürlich ein Bild von eurem Fahrzeug hinterlegen. Das Ganze wird dann später hier unten angezeigt. Mache ich jetzt nicht extra. Ich denke, wie man ein Bild hier raussucht, das dürfte jetzt jeder kennen und wissen, wie sowas funktioniert. In der Registerkarte Geschwindigkeit, ja, da sind im Prinzip die einzelnen Geschwindigkeitswerte für die jeweilige Fahrstufe hinterlegt. Wie ihr sehen könnt, natürlich ist da momentan noch nichts drin, weil wir haben ja unser Fahrzeug auch noch nicht eingemessen. Ich meine, wer natürlich weiß, wie schnell sein Fahrzeug in der jeweiligen Fahrstufe fährt, der könnte das natürlich hier auch manuell eintragen. Aber ich glaube, also mir ist niemand bekannt, der das wirklich macht, weil ich persönlich weiß die Geschwindigkeit auch nicht pro Fahrstufe. Darum überspringen wir das Ganze jetzt auch wieder und gehen direkt zu Funktionen. Bei Funktionen, da werden natürlich unsere ganzen Fahrzeugfunktionen hinterlegt. Und wie ihr sehen könnt, ist das so auch schon so eine Standardkonfiguration hinterlegt. Die passt aber überhaupt nicht zu unserem OpenK-System. Ja, diese Standardkonfiguration kommt aus irgendeinem anderen digitalen K-System, aus welchem weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, so wie bei uns im OpenK-System das Ganze ist, passt das hinten und vorne nicht. Deshalb muss man das halt erstmal aufs OpenK-System anpassen zum Teil. Das heißt, ändern, also diese, wenn jetzt hier schon irgendwas drinsteht, ändern könnt ihr die Funktion, indem ihr einfach auf diese Funktion geht und dann hier mal einen Doppelklick reinmacht. Dann öffnet sich hier die Tabelle und jetzt kann ich hier meine Funktion, die ich benötige, auswählen. In dem Fall ist es Fahrtrichtungsanzeiger links. Und hier haben wir dann bei F2 Fahrtrichtungsanzeiger rechts. Bei F3 haben wir ja beim OpenK-System die Funktion, dass wir die Abstandsregelung ausschalten können. Hier ist es jetzt so, wenn wir hier mal in die Tabelle reingucken, ja, dann suchen wir so ein Funktionssymbol vergebens. Ja.
Also nicht alle Funktionen, die jetzt so ein Car-System-Decoder hat, sind hier auch in der Tabelle enthalten. Ja, jetzt habt ihr halt die Qual der Wahl. Entweder ihr sucht euch irgendein Funktionssymbol raus, wo ihr dann sagt, naja gut, immer wenn Blinklicht vorne zum Beispiel ist, dann meine Abstandssteuerung ausschalten. Das ist die eine Möglichkeit. Oder das andere ist, hier oben gibt es so eine Auswahl andere. Ja, mit so einem Fragezeichen. Ja, dann wird später hier unten, ja, also hier ist ja unser Autosteuerungspult, dann werden hier unten die Funktionen angezeigt und dann steht halt hier unten anstatt so einem Funktionssymbol, steht dann die F3. Ist weiterhin nicht tragisch. Das einzige Problem ist, wenn ihr später Funktionen über diese Aktionen, also über automatische Aktionen, wenn das Fahrzeug irgendwo ankommt und dann soll irgendeine Funktion ausgelöst werden, da habt ihr das Problem, dass alle Funktionen, die auf andere laufen, nicht auswählbar sind. Ja? Klingt jetzt vielleicht wahnsinnig kompliziert und verwirrend, aber was das dann im Detail bedeutet für euch, zeige ich euch dann erst, wenn ich ein Video mache über die Aktionen. Deshalb nehmt es momentan einfach mal so hin. Ich sage jetzt hier F3, andere ist dann zum Beispiel Abstandssteuerung aus. Ja, man könnte auch ASR ausschreiben oder so. Ja, das ist jedem selbst überlassen. Und wie ihr es sehen könnt, hier steht oben so aktiv. Das heißt, hier ist überall ein Haken drin. Also die Funktionen sind auch aktiv. Und hier seht ihr, ist kein Haken drin. Und solange ich hier kein Aktiv drin habe, kann ich auch hier nichts auswählen. Ja, weil die Funktion ist dann quasi nicht vorhanden. Deshalb muss ich die zunächst hier auf Aktiv schalten und dann beginnt er bei einer neuen Funktion meistens immer mit andere. In dem Fall passt das jetzt auch wieder, weil da ist ja meine Stoppstelle aus drin. So, F5, F6 überspringen wir mal, F7 die Direktkontrolle. Direktkontrolle heißt bei EICA eigentlich nichts anderes, wie dass die Anfahr- und Bremsverzögerung deaktiviert ist. Das können wir natürlich bei einem Open-Car-Decoder ja sowieso nicht deaktivieren, über eine Funktionstaste zumindest. Aber ich lasse das jetzt einfach mal hier so drinstehen bei F7, auch wenn das überhaupt nicht stimmt. Ja, auch die F8 brauche ich, weil das ist ja unser Power-Off-Funktionsausgang, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Normalerweise über F8 kann ich ja die Fahrzeuge stromlos schalten, ins Power-Off schalten. Und bei der Funktion F8 weiß ich ja heute schon, dass ich die später über irgendeine Aktion schalten möchte. Deshalb gehe ich hier schon mal weg von dem anderen und sage einfach mal, Licht 5 ist bei mir Power-Off. Ja, jetzt steht hier Licht 5. Aber hier hinten kann ich auch trotzdem nach wie vor das Ganze überschreiben. Ja, da kann ich trotzdem reinschreiben, Power Off. So. Jetzt haben wir natürlich hier hinten noch ein paar Felder. Die sind mit Sicherheit dem einen oder anderen auch schon aufgefallen. Ja, da haben wir Dauer, Moment und invertiert. So. Wenn ich mir das hier so jetzt anschaue, dann sind diese ganzen Funktionen jetzt Dauerfunktionen. Das heißt, ich klicke auf das Funktionssymbol. Meine Funktion geht an. Klicke ich wieder drauf, geht meine Funktion aus. Jetzt gibt es aber auch Funktionen, die sollen ja nur für eine gewisse Zeit an sein und dann wieder ausgehen. Ja, und da kann ich dann das Ganze auf Moment schalten. Ich tue jetzt einfach mal die F9 aktivieren, auch wenn die bei meinem Fahrzeug gar nichts auslöst, einfach um euch das dann später zu demonstrieren. Ja, ich sage einfach mal andere, das lasse ich alles jetzt einfach mal so und sage einfach hier hinten Moment. So. Und dann kann ich hier vorne dran auch noch eine Dauer eingeben, wie lange die Funktion aktiv sein soll. Ja, und hier kann ich eben reinschreiben, zum Beispiel 500 ms. So. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch später. Hier gibt es auch noch diese Möglichkeit, diese Funktion zu invertieren. Ich persönlich habe das bis jetzt noch nie gebraucht. So viel mal zu dem Thema Funktionen. Ich lege da jetzt auch nicht wirklich alle Funktionen an. Es geht ja hier nur einfach mal darum, wie funktioniert sowas. Kommen wir auch gleich zur Registerkarte-Konfiguration. In dieser Registerkarte könnt ihr quasi verschiedene CVs eintragen und welche Werte die haben. Ja, ich persönlich muss sagen, ich benutze diese
Funktion auch überhaupt nicht, weil wenn ich meine Decoder konfiguriere, dann mache ich das über den BDIP Monitor. Ja, wesentlich eleganter und einfacher wie jetzt hier über diesen Reiter. Deshalb auch den Reiter überspringe ich mal wieder komplett. Optionen ist jetzt wirklich relativ wichtig, weil hier drin gibt es einen Punkt, da habe ich bei meinem ersten Auto konfigurieren auch glatt mal einen richtig geilen Fehler gemacht. Das erste ist, ich kann hier hinterlegen, ob EIKA automatisch das Licht ein- und ausschalten soll. Bedeutet, wenn ich da den Haken setze und ich das Fahrzeug starte, wird automatisch immer das Fahrlicht eingeschaltet. Muss jeder wissen, ob er das will. Also ich zum Beispiel mache es nicht, ich schalte es dann über eine Aktion ein, weil ich eben sage, ich habe sehr viele Tunnelstrecken und im Schattenbahnhof, wenn da das Auto fährt, da muss das Licht nicht an sein, da kann das Licht aus sein. Deshalb sage ich immer, bei automatisches Licht ein-aus lasse ich den Haken draußen. Das nächste ist die Trägheitssimulation. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr hier die Haken einsetzt. Ja. Zumindest, sage ich mal, beim Beschleunigen braucht ihr jetzt nicht unbedingt, weil ihr habt ja auch im Decoder eine Anfahrverzögerung mit drin. Aber ich habe es trotzdem mit ein. Und beim Bremsen. Weil wenn ihr da den Haken beim Bremsen draußen lasst, dann werdet ihr euch später wundern, dass euer Fahrzeug sofort anhält, wenn es nämlich den Melder erreicht hat. Sondern ja, dann hält es nämlich sofort an, wenn es den ersten Melder im Block erreicht hat und nicht an der Stelle, wo ihr gesagt habt, dass es halten soll. Ja, und das kommt daher, weil ihr hier den Haken vergessen habt. So, jetzt kann ich hier hinten noch Werte eintragen. Ja, da steht jetzt was mit 100 Millisekunden und Stufen schrittweise. Ja, also Stufenverzögerung ist eigentlich die Zeit. Ja, sieht man ja Millisekunden und die Schrittweite ist quasi die einzelnen Decoder-Fahrstufen. Ja. Und hier würde ich auf jeden Fall immer die Stufe 1 lassen und dann hier mit den Werten ein bisschen hantieren. Bei der Stufenverzögerung, das sind eigentlich so Werte zwischen 100 und 500 Millisekunden, sind da eigentlich so am besten. Kleiner wie 100 ist eigentlich gar nicht brauchbar, weil die Befehle einfach so schnell dann rausgeschickt werden an die Digitalzentrale, dass es überhaupt nicht verarbeiten kann. Ja, also ich gehe jetzt hier mal so auf 250, nicht 2500, sondern 250 und auch hier auf 250. So. Dann ist ganz wichtig hier Rückmeldungsoffset, Redkontakt. Der eigentliche Punkt, wo ja unser Fahrzeug die Meldung erzeugt, ist ja das, wenn der Lenkschleifer. Ja? Und jetzt gibt es eben Fahrzeuge, da ist quasi der Lenkschleifer gleich die Vorderkante meines Fahrzeugs. Oder es gibt Fahrzeuge, da ist einfach der Lenkschleifer viel weiter innen und mein Fahrzeug hat einen Überhang, Beispiel Busse. Und da muss ich halt bei dem Rückmeldungsoffset hier einen Wert eintragen, damit eben EIKA weiß, eben kommt meine Meldung, aber das Fahrzeug ist ja schon 2 cm im Block drin oder im Fahrstreifen, in der Fahrspur. Ja, das ist hier halt ganz wichtig. Bei meinem Unimog ist es eben die Vorderkante und das 0, deshalb kann ich den Wert auf 0 lassen. Ja, den nächsten Punkt, Reaktionszeitverzögerung, auch den lassen wir momentan erstmal aus. Ich glaube, da mache ich dann auch nochmal ein separates Video drüber. Bei Zeitraum kann ich halt 2 Werte eintragen. Einmal, wie lange soll EIKA das Fahrzeug auf der Anlage bewegen, bis der nächste Wartungsintervall fällig wird. Ja, hier stehen jetzt halt 40 Stunden drin. Das lasse ich einfach mal drin stehen. Dann Brennstoff. Haben wir 5 Stunden, das ist einfach, wie lang eigentlich mein Akku hält. Ist jetzt bei OpenCar gar nicht so interessant, weil OpenCar ja den tatsächlichen Akkuzustand zurückmeldet an das System. Ja. Von daher ist dieser Reiter Brennstoff bei OpenCar eigentlich gar nicht so relevant. So, dann kommen wir zum nächsten Reiter Routen. Und hier sehen wir, ja, da ist momentan auch noch nichts drin, ne? Klar, wir haben ja auch noch keine Routen angelegt. Darum überspringen wir den Reiter auch mal
Gleiches gilt auch für den Reitererlaubnis. Auch den lassen wir zum momentan erstmal noch leer. Auch darüber werde ich mal ein separates Video machen. Weil momentan benutze ich das hier auf dem kleinen Testgelände auch wirklich nicht, das Thema Erlaubnis. Ja, bei Kommentare, da könnt ihr, was weiß ich, alles Mögliche noch reinschreiben. Und somit sind wir jetzt fertig mit unserem Auto anlegen. Dann klicken wir hier unten einfach nochmal auf Übernehmen und schwuppdiwupp haben wir hier unser erstes Auto angelegt. Ja, ihr seht auch jetzt hier oben die Liste, die Autoliste, die ist jetzt befüllt. So, dann können wir diesen Reiter auch schon wieder schließen. Und wenn wir jetzt hier unten das Auto auswählen, dann sehen wir, haben hier unten haben wir die ganzen Funktionssymbole. Und hier seht ihr jetzt diese anderen, die stehen dann mit F3 und F4 drin und F9. Wenn ich jetzt bei F9 zum Beispiel drauf drücke, das war ja die Funktion vorhin, die wir mit Moment drin hatten, dann kann ich die hier anklicken und dann seht ihr, die geht kurz an und dann wieder aus. Ja, natürlich, wenn ich da drauf drücke und drauf bleibe, dann bleibt die Funktion an. Aber in dem Moment, wo ich die Maus loslasse, läuft diese Verzögerungszeit ab und danach geht die Funktion wieder aus. So, und hier haben wir halt diese F3 und F4. Ja, und wenn ihr hier dann kurz so mit der Maus drüber geht, dann seht ihr, was da hinten dran steht, nämlich Abstandsregelung aus. So, jetzt ist das ganze Fahrzeug mal eingerichtet. Was immer noch fehlt, ist das Einmessen. Eika weiß ja immer noch nicht, in welcher Fahrstufe mein Fahrzeug wie schnell ist. Das braucht es ja immer noch. Dazu gehen wir hier bei Anzeigen auf Geschwindigkeitsmessung Auto. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster und hier können wir jetzt die Geschwindigkeitsmessung durchführen. Und hier, auch hier haben wir wieder zwei Optionen. Einmal mit zwei Rückmelder das Ganze zu machen und einmal mit einem Gerät, mit einem speziell entwickelten Einmessgerät. Hier ist es jetzt so, wenn ich den Typ Gerät auswähle, dass aktuell Eika leider den Speedometer von Fichtelbahn als Einmessgerät nicht unterstützt oder noch nicht unterstützt, sagen wir es mal besser so. Leider kann ich euch momentan nicht sagen, bis wann das Ganze sein wird, dass es Eika unterstützt, beziehungsweise ich kann euch auch noch nicht mal momentan sagen, ob es überhaupt jemals Eika unterstützen wird. Ja, da bin ich jetzt halt wirklich der falsche Ansprechpartner, da müsst ihr euch wirklich direkt an den Xander von Eika wenden oder an den Entwickler von Eika wenden. Also es gibt ein paar Geräte, die iTrain momentan unterstützt. Das ist unter anderem der Mikrocon RailSpeed, der Lodi TrainSpeed, der RZ Tech Speedbox und der SpeedCat von KPF Zeller. Bei allen vier Geräten handelt es sich halt um keine Geräte, die wirklich direkt für Autos entwickelt worden sind. Ich habe schon Videos gesehen, da haben manche die Autos mit dieser Speedbox von RZ Tech eingemessen. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist halt auch bloß ein Gerät, wo ich hier an den Rand schraube und dann trotzdem im Auto dran vorbeifahren muss. Und von solchen Geräten bin ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, bin ich nicht wirklich überzeugt davon. Ja, auch wenn die Geräte wirklich gut funktionieren und mit Sicherheit sehr genau sind, ja, aber einfach die Tatsache, dass ich nach wie vor irgendeine riesige Strecke brauche, ja, also irgendwie einen Kreis oder bei Loks irgendwie eine lange Einmessstrecke, weil die Lok ja immer wieder auslaufen muss. Von daher halte ich von den Geräten persönlich relativ wenig. Ja, also wenn, dann finde, also ich finde nach wie vor das Einmessen über einen Rollenprüfstand immer noch das Optimalste. Von daher hoffe ich eben auch einfach, dass irgendwann Eika mal den Speedometer unterstützt. Solange das Ganze nicht der Fall ist, mache ich es persönlich immer noch auf die alte und klassische Art und Weise, indem ich eben mit zwei Rückmelder das Ganze einmesse. Und wenn ich sowas mache, beziehungsweise bei allen Versionen eigentlich, wenn ich Einmessungen mache, wo das Fahrzeug fahren muss, wo das Fahrzeug an irgendwas vorbeifahren muss, sei es Rückmelder oder irgendeiner Box, gibt es eine wichtige Sache,
die man beachten soll. Das Fahrzeug muss in dem Bereich, wo es eingemessen wird, in der Geraden stehen. Darum kann ich auch dieses Gelände im Prinzip gar nicht benutzen, weil ich eben die meisten Rückmelder hier, die liegen irgendwo im Bogen. Ja, es wäre vielleicht hier, ja, das könnte vielleicht gerade noch funktionieren, wenn ich die zwei Melder nehmen würde. Aber auch hier, das Fahrzeug kommt halt einfach aus dem Bogen. Ja, wenn es hier den Melder passiert, steht es eben einfach noch im Bogen. Und das ist halt, sage ich mal, kontraproduktiv. Darum verwende ich jetzt nicht dieses, mein Gelände, das ich hier im Tutorial verwende, sondern mein ominöses oder mein Einmessgelände. Und hier habe ich jetzt halt zwei Rückmelder und hier ist halt noch genug Strecke vorne dran, wo das Fahrzeug erst sich noch in die Gerade stellen kann. Oh Gott, das hört sich alles schon wieder an hier, so, das ist alles so halb, so ein bisschen so, wie soll ich das sagen, so affenschaukelmäßig jetzt, aber es müsste funktionieren. Natürlich muss ich jetzt meine Sensoren erst noch hier wieder anschließen an dem ganzen Teil. So und so. Zack. So. Und jetzt haben wir eigentlich schon das nächste Problem. Wenn ich jetzt hier oben mal gucke, dann habe ich hier natürlich meine zwei zusätzlichen Sensoren, die finde ich jetzt hier in der Liste nicht. Ja. Jetzt könnte ich natürlich hier unten nochmal ein Gelände zeichnen und dann die zwei Sensoren physisch einrichten. Macht aber herzlich wenig Sinn, weil die brauche ich ja eh bloß zum Einmessen. Aber auch hier gibt es einen kleinen Trick. Da gehe ich einfach mal in Bearbeiten, Rückmeldungen. Und hier drin kann ich jetzt einfach zwei Rückmelder anlegen, die aber eigentlich physikalisch hier gar nicht im Gleisbild dargestellt sind. Dazu einfach auf Neu und jetzt sage ich einfach Einmess 1. Das ist ein Redkontakt, der hängt am Ready TLE, hat den Port 8. Übernehmen. So, und dann steht der hier drin. Und dann mache ich nochmal neu. Sag nochmal Einmess 2. Read. Ready. Port 9. Und übernehme. So. Zumachen das Ganze wieder. Wieder in Anzeigen. Geschwindigkeitsmessung. Auto. Und wenn ich jetzt hier gucke, dann sind hier meine beiden Rückmelder. Wunderbar. So einfach ist das Ganze. Ne? Natürlich muss Eika jetzt auch noch wissen, wie weit sind meine zwei Sensoren auseinander. Und das ist bei mir 20 cm. So, das trage ich hier oben ein. Und jetzt haben wir hier unsere ganzen Geschwindigkeitsstufen. Jetzt kann ich einfach hier eine Geschwindigkeitsstufe markieren. Und dann klicke ich einfach mal auf Starten. Und jetzt fährt mein Auto diesen Weg ab. Und danach habe ich hier meinen Geschwindigkeitswert. Jetzt ist es natürlich relativ mühselig, wenn ich jetzt immer einen Wert hier anklicke, dann auf Starten klicken muss. Und so weiter. Deshalb kann ich auch mehrere Geschwindigkeitswerte hier anwählen und dann fährt Eika die nacheinander ab. Heißt also, ich klicke hier den ersten, den ich haben möchte, an und fahre hier bis hier runter auf 126. Dann seht ihr, sind die jetzt alle blau markiert. Und jetzt klicken wir wieder auf Starten. Jetzt seht ihr hier auf einmal, da war eben so eine Uhr und jetzt ist die Messung aktiv. Ja, der grüne Pfeil bedeutet, meine Messung ist gerade aktiv. So, jetzt hat er das Ganze gemessen. Jetzt macht er natürlich Stufe für Stufe durch und jetzt seht ihr halt schon, wenn ich sowas habe, das ist das Gleiche bei einem, bei so einem Gerät. Das Fahrzeug muss jetzt erst wieder eine ganze Runde außen rumfahren oder ich mache dann als den Trick, ich stelle es halt dann bei den niedrigen Geschwindigkeitsstufen einfach wieder da vorne dran. Ja, dann spare ich mir einfach ein bisschen Zeit.
Also ihr seht schon, diese Einmesserei, die ist wirklich teilweise echt langwierig und mühselig. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal fertig und danach sehen wir uns wieder. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich auf der Zielgeraden. Es sind wirklich nur noch wenige Fahrstufen, die hier einzumessen sind. Was ihr auch hier an der Linie schon relativ gut erkennen könnt, ja, irgendwie gibt es immer mal wieder Fahrstufen zwischendrin, wo komischerweise die Geschwindigkeit langsamer ist als in der Fahrstufe vorher. Habe ich schon bei mehreren Fahrzeugen jetzt erlebt, dass das Ganze so aussieht. Aber so ein richtiges Rezept dagegen habe ich auch noch nicht gefunden. Es wundert mich ein bisschen, aber ja, anscheinend ist das halt so. So, und schon sind wir fertig. Alles in allem sieht das Ganze aber dennoch relativ gut aus, deshalb klicke ich jetzt einfach mal hier auf Übernehmen. Und ihr seht auch schon, dass jetzt quasi diese ganzen negativen Werte, die wurden jetzt von iCar quasi eliminiert, weggerechnet. Ja, weil es macht ja keinen Sinn, wenn mein Decoder mal auf der Geschwindigkeit hier ist, ja, dass er danach wieder langsamer wird. Da geht dann wirklich iCar von Messfehlern aus und tut das Ganze quasi, man nennt es Interpolieren, ja, dass er quasi sagt, okay, die Geschwindigkeit ist so, die andere ist so, dazwischen suche ich mir irgendwas oder setze das mit der Geschwindigkeit gleich. Das macht dann iCar schon nochmal automatisch. Auf jeden Fall, jetzt haben wir mal ein komplett eingemessenes Fahrzeug, auch wenn das Ganze hier doch noch ziemlich stark schwankt, aber in Summe, sage ich mal, passt das schon noch. So, das Ganze machen wir wieder zu und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte das ein oder andere euch zeigen. Sollte ich irgendwas falsch gesagt haben, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Auch ich bin nicht unfehlbar, auch ich mache Fehler. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.